Hi ihr Lieben, ich bin's die Jule von Miss Foxy Reads und nach langem Überlegen habe ich mich jetzt entschlossen, für euch ein Video zu machen. Und da ich im August so viele Neuzugänge habe, dachte ich mir, dass es einfach mal ein Neuzugänge-Video ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht so lange reden, weil es sind wirklich viele und sonst wird es viel zu lang. Also fangen wir einfach mal an und den ganzen Rest schreibe ich euch einfach in meinem Blogpost zum Video. Gut, fangen wir an mit den E-Books. Ich habe im August 5 neue E-Books bekommen, alle geschenkt, kein Geld dafür ausgegeben. Ich habe ja wirklich immer meine Subabbau- und Geldsparmaßnahmen und ich glaube, die habe ich diesen Monat trotz der vielen Neuzugänge ganz gut erfüllt. Also fangen wir an. Das sind meine 5 neuen E-Books und genau genommen sind eigentlich nur 3 neu, weil ich dieses Buch mir mal ausgeliehen habe und gelesen habe. Und das Buch, der dritte Teil, steht noch bei mir im Regal und muss gelesen werden als Printbuch. Das sind die ersten 5 Bände der Mythica-Reihe von PC Cars, der Autorin von House of Night. Und da ich so ein großer House of Night-Fan bin, habe ich mir einfach mal vorgenommen, die ganzen anderen Bücher von PC Cars zu lesen. Und das ist jetzt eigentlich auch eher was für Erwachsene, hat so einen kleinen Götter-Touch, also ja, ganz cool, also mit Liebe und Göttern und der erste Teil war eigentlich ganz cool und ich hoffe, dass die anderen Bände da mithalten können. So, dann war ich in der Bücherei, weil ich weiß nicht, ich habe es auch glaube ich mal geschrieben, ich hatte ja jetzt meine letzten Tage in meiner FSJ-Einsatzstelle und ich war echt so ein bisschen traurig, weil ich habe ja mit Kindern zusammengearbeitet und nach einem Jahr einfach zu gehen und die erstmal nicht wiederzusehen, war halt schon ziemlich hart. Und mir war so nach Frust shoppen und da ich halt leider überhaupt kein Geld habe, war es Frust ausleihen. Und ich war dann wirklich, obwohl ich mir gesagt habe, du leihst dir erst Bücher aus, wenn dein Sub mal kleiner ist, war ich trotzdem in der Bücherei und habe mir Bücher ausgeliehen, ganze 5 Stück. Und ich muss sagen, ich habe erst eins davon gelesen und da ich die eigentlich am 1. September wieder zurückgeben muss, glaube ich, dass ich sie echt nochmal verlängern muss oder jetzt noch schaffen muss, aber es passt ja eh nicht. So, das erste Buch, was ich mir ausgeliehen habe, das ist das, was ich schon gelesen habe. Das ist Mein Herz zwischen den Zeilen von Jodi Picoult und ihrer Tochter Samantha Van Leer. Ja. Wer meine Rezension dazu schon gelesen hat, weiß, dass ich überhaupt nicht begeistert war von dem Buch. Es geht um Delilah und Delilah findet in ihrer Bücherei ein Buch, ein Märchenbuch. Und beim Lesen verliebt sie sich in den Prinz Oliver. Und die Idee ist auch, dass immer wenn man den Buchdeckel zuklappt, dass die Figuren in der Geschichte ein Eigenleben haben. Und ja, sie bekommt dann von Oliver einen Hilferuf, dass er sie, weil Oliver ist es leid, in dieser Welt zu sein und sie soll ihn befreien und zusammen hacken sie es aus. Also an sich eine ganz coole Idee und es ist auch super süß gemacht mit verschiedenen Schriftfarben und ganz vielen Bildern und ich dachte, es ist ganz cool, aber leider hat es mich enttäuscht und ja, wenn ihr meine Rezi noch mal lesen wollt, ich verlinke sie auf jeden Fall unten. So, das zweite Buch ist von Veronica Rossi, Geborgen in unendlicher Weite. Das ist der dritte und letzte Teil von der Aria und Perry Trilogie. Oh Gott, ich hoffe echt, dass ich immer alle Autorennamen und Personennamen ausspreche. Es ist immer so, wie ich es mir denke eigentlich. Genau. Wie gesagt, der dritte Teil ist eine Dystopie und ich habe echt die Bücher geliebt und endlich habe ich mir mal den dritten Teil ausgeliehen und ich hoffe, dass der mich jetzt auch überzeugt und dass der auch ein ganz schönes Ende hat und mich zufrieden zurücklässt. Das dritte Buch ist ein zweiter Teil aus der Reihe von Kelly Keaton, Dein göttliches Herz versteinert. Der erste Teil ist Dein göttliches Herz entflammt. Und wie der Titel schon sagt, hat es halt auch wieder was mit Göttern zu tun und es spielt in einem New Orleans der Zukunft. Und ja, ich fand den ersten Teil ganz okay, möchte jetzt aber auch nicht viel zum zweiten Teil sagen, weil sonst spoiler ich am Ende noch, weil es muss halt auch erstmal alles entdeckt werden, was so mit der Hauptdarstellerin los ist. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß, dass die Reihe nicht weiter übersetzt wird und ich muss jetzt einfach dann auch nochmal, wenn
der mir jetzt auch halbwegs gefällt. Gucken, was der dritte Teil war und den mir dann halt auf Englisch irgendwie ausleihen, kaufen und lesen. So, das vierte Buch ist Mystic City, das gefangene Herz. Das ist der erste Teil aus der Mystic City-Reihe und es ist auch eine Dystopie. Es geht halt wieder um diese typische Elite und Rebellen, arme Leute. Und ja, die Hauptperson, auch Aria, gehört halt zur Elite. Ihrem Vater gehört Mystic City. Und als diese armen Menschen eine Rebellion anfangen, verliebt sie sich in Hunter, den Rebellen. Und ja, das ist dann halt wieder dieses typische Dystopien-Zeug quasi. So, dann habe ich mir ausgeliehen, Im Herzen die Rache, der erste Teil der Furien-Trilogie. Und ich habe relativ viel davon gehört und ich freue mich jetzt total, den mal zu lesen. Es geht darum, dass in einer Kleinstadt in Maine kommen drei Frauen, Mädchen und entscheiden sich, Rache zu nehmen. Und es sind halt Furien, habe ich so erfahren gehört. Und sie entscheiden sich für M und Chase. Und es sind beide Jugendliche, die in irgendeiner Art und Weise einen Fehler gemacht haben. Und ja, da das Buch so gut bewertet wurde und immer so viele positive Rückmeldungen bekommen hat, freue ich mich wahnsinnig aufs Lesen. Hoffe, dass es auch mich überzeugt und dass ich auch die anderen Bände gerne lese. So. Ich habe echt so viele Neuzugänge, das glaubt ihr gar nicht. So, weiter geht's mit dem nächsten Päckchen. Bei eBay ersteigert habe ich mir Flavia de Luz, Mord im Gurkenbeet. Das ist ein Krimi und normalerweise lese ich ganz gerne mal Krimis, aber die sind halt immer alles so dunkel und irgendwie für mich waren früher Krimis immer so typische Männerbücher, weil es halt einfach alles immer so bedrückend ist und ohne Liebe und keine Ahnung. So, und Flavia de Luz, von diesem Krimi habe ich einfach gehört, dass er für viele Altersklassen geeignet ist und auch, denke ich mal, für Frauen und für Männer. Und ja, ich werde es einfach mal probieren, werde ihn lesen und wenn er mir gefällt, gibt es zum Glück auch noch ganz viele andere Teile. Also Flavia de Luz ist ein kleines Mädchen und eine begnadete Giftmischerin und ihr Vater, ich muss jetzt gerade nochmal nachlesen. Ja, auf jeden Fall stirbt bei ihrem Vater im Garten jemand und alle denken, dass ihr Vater ihn umgebracht hat. Und Flavia weiß aber, dass er eigentlich überhaupt nichts mit Gift am Hut hat und eigentlich auch eher dagegen ist. Und sie als Giftmischerin macht sich dann auf die Suche nach dem wahren Täter, um ihren Vater zu entlasten. Und ich glaube, es ist ganz süß und ich bin mal gespannt, wie es so ist. So, ihr Lieben, ich musste mal kurz schneiden, weil ich kurz runter musste. So, meine nächsten Bücher sind die Amy Plum-Reihe, also von der Nacht verzaubert, vom Mondlicht berührt und von den Sternen geküsst. Die habe ich ertauscht gegen zwei Taschenbücher und ich habe natürlich der Tauscherin dann noch ein bisschen was überwiesen, also genau genommen ist es nicht nur getauscht, weil ich habe meinen Sub aussortiert, ich habe ganz viele Bücher mal aussortiert, die ich schon ewig drauf liegen habe, die ich aber überhaupt nicht mehr lesen mag und die mich eigentlich nicht mehr interessieren. Und die Amy Plum-Reihe ist mir dann bei der Tauscherin sofort ins Auge gesprungen. Die steht ja auch schon lange auf meinem Wunschzettel. Und es spielt in Paris und ich liebe ja Paris wirklich. Und ich hoffe, dass mir die Reihe gefällt, weil ich natürlich jetzt alle drei Bände zu Hause habe. Und ich werde mich auf jeden Fall durchkämpfen, egal was. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auch schon total aufs Lesen. So. Jetzt kommt Atemnot von Ilsa Chabig. Das war ja meine vorletzte Rezension, die ihr bei mir lesen konntet. Das Buch erscheint eigentlich erst Anfang September, aber ich habe es für die Lovely Books Lese-Challenge gewonnen und ich habe mich echt gefreut, weil als ich alle Lese-Challenge-Themen durchgelesen habe, ist mir das Buch natürlich als erstes total ins Auge gesprungen und ich wollte es unbedingt haben. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich auf jeden Fall bei dieser Lese-Challenge mitmache und mir das Buch dann halt auch einfach kaufe. Und dann habe ich halt gelesen, dass es erst im September rauskommt und ich quasi dann gar nicht mitmachen kann. Und ich habe echt so gezittert und ich habe mir so sehr gewünscht, dass es schnell kommt und dass ich es gewinne. Und
Ja, ich bin so durchs Haus gehüpft, als ich gelesen habe, dass ich dabei bin. Das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, das war der allercoolste Buchgewinn auf der ganzen Welt. Und ja, es geht um Jenna. Und wie ihr vielleicht schon in meiner Rezension gelesen habt, ist es zwar eigentlich ein Jugendbuch, aber ich finde es echt krass, weil Jennas Leben ist ziemlich hart. Ihre Mutter ist Alkoholikerin, sie ist in einer sehr reichen Familie aufgewachsen, ihrem Vater geht es nur um Geld und um seinen Ruf. Und Matt, ihr Bruder, ist der Einzige, auf den sie sich jemals verlassen konnte. Und genau der ist jetzt leider im Irak stationiert. Und naja, Jenna hat natürlich jetzt auch Probleme. Sie ritzt sich und hat nebenbei noch mit diesen ganzen anderen Sachen zu kämpfen, ist einmal fast bei einem Brand umgekommen. Und ja, ihr Leben ist halt ziemlich am Ende. Und als sie die Schule wechselt, nachdem sie in der geschlossenen Anstalt war, lernt sie den Lehrer Mitch Anderson kennen und Mitch hat laut dem Klappentext eine ziemliche Anziehungskraft und ja, Jenna verknallt sich so ein bisschen in ihm, in ihn. Das Buch ist wirklich der Wahnsinn, also es ist zwar ziemlich hart, aber es ist auch einfach so spannend und auch so cool und man kommt echt ins Nachdenken, wenn man das Buch liest und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Also es ist wirklich einer meiner liebsten Neuzugänge, wenn nicht sogar mein liebster Neuzugang. So, das nächste Buch. Dazu habe ich auch schon eine Rezension geschrieben, ist Perfekt ist jetzt. Zu Perfekt ist jetzt, es ist übrigens aus dem Magellan Verlag, der ist ja ganz neu und ich muss jetzt echt erstmal sagen, dass ich es super cool finde. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber es hat keinen Schutzumschlag. Und es ist wirklich, es wird halt auch wirklich auf Umweltfreundlichkeit geachtet. Das merkt man auch, es ist so ziemlich rau, es ist nicht so viel glänzend, außer das Herz und die Schrift. Und es ist halt alles auf wirklich umweltfreundlichem Papier gedruckt. Und sowas finde ich ja echt immer super cool. Ja, Perfekt ist jetzt, ist ein Buch der etwas anderen Art, weil es war wirklich nicht so spannend. Aber es vermittelt halt super viel Botschaft. Also der Protagonist Sattar ist halt so ein kleiner Philosoph, finde ich. Und er hat zwar ein paar ziemlich männliche Ansichten, aber auch ziemlich viele, die ein bisschen tiefer gehen. Und wenn man das Buch ganz genau liest, dann erkennt man auch viel davon. Und es hat mich dann wirklich am Ende ziemlich begeistert. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde für das Buch an einer Blogtour teilnehmen. Und am Ende könnt ihr auch ein Exemplar davon gewinnen. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So. Das nächste Buch habe ich auch gewonnen für eine Leserunde auf Lovely Books. Es ist Die Unbarmherzigen. Und ich muss ja echt schon sagen, allein das Cover ist der Wahnsinn. Es hat so eine Lederoptik. Hier hat man so einen blutigen Fingerabdruck und alles andere da drauf. Also zum einen das Pentagramm und auch die beiden Schriften sind beide aus Gold. Also nicht aus echtem Gold, Gold-Effekt. Und es geht darum, dass Sophia neu an eine Schule kommt und sich super darüber freut, dass Riley und ihre Freundinnen sie aufnehmen wollen. Und Riley und ihre Freundinnen scheinen wahrscheinlich sowas wie die It-Girls zu sein. Und das Gruselige ist aber, dass sich Riley und ihre Freundinnen schon länger bemühen, Brooklyn auf den richtigen Weg zu bringen. Und Sophia muss ziemlich bald feststellen, dass sie es mit ziemlich höllisch grausamen Methoden machen. Ist eigentlich auch wieder ein Jugendbuch, aber ich habe schon auf Lovely Books gelesen, dass es wohl eine Altersempfehlung ab 14 hat. Das heißt, es wird auch etwas gruseliger werden. So, Entschuldigung für den kurzen Schnitt, ich wurde kurz gestört, aber jetzt geht's direkt weiter. Ach so, zu Die Unbarmherzigen wollte ich eben noch sagen. Apropos Leserunde. Die Leserunde mache ich übrigens mit der Mara und der Skyline. Ja, zwei gute Blogger. Ich verlinke die euch auch nochmal unten, weil wenn ich sie benenne, dann ist es wieder so dieses, ah, kannst mich ja mal verlinken. Okay. So, zweites Leserundenbuch, das ist auch ganz neu eingetroffen, ist Niemand liebt November. Darin geht es um November, die mit 6 Jahren ihre Eltern verloren hat. Also die sind wohl verschwunden. Und sie hat jetzt nun ich muss jetzt gerade mal gucken, ja genau, mit 17 hat sie wieder eine Spur gefunden. Und die geht sie jetzt nach. Und sie stößt dabei immer auf ein Zelt mit einem Jungen, der liest. Und immer wenn sie sich ihm nähern will, dann verschwinden Junge und Zelt. Und das Buch klingt so unglaublich spannend und auch irgendwie besonders, dass ich es unbedingt haben musste. Ich freue mich sehr über die Leserunde, aber gleichzeitig bin ich auch
Ja, so ein bisschen gespannt, was mich da jetzt erwartet, weil es hat ja jetzt nichts offensichtlich Übernatürliches. Also man weiß es nicht, geht es darin jetzt um Geister, um Vampire, um Feen oder ist es einfach eine ganz neue Idee? Ja, ich bin gespannt und ich kann euch auch wieder sagen, auch in dieser Leserunde bin ich wieder mit Mara zusammen und mit der Küki von Küki Books. So, bei diesem Titel geht mein Dank jetzt erstmal an den Heine Verlag. Ich habe bei Thalia eine Leseprobe gefunden, habe die gelesen, ich habe die Leseprobe geliebt und ich habe beim Heine Verlag ein Rezensionsexemplar angefragt und ich habe eins bekommen. Also ganz dickes Dankeschön, ich freue mich wahnsinnig aufs Lesen. Genau, in dem Buch geht es um eine Welt, die von Epics beherrscht wird. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es einfach eine Dystopie ist oder ob es eine ganz andere Welt ist. Aber nee, Chicago ist eine Dystopie. Auf jeden Fall wird diese neue Welt von Epics beherrscht. Epics sind Menschen mit besonderen Superkräften. Auch Chicago, die Stadt, in der David lebt, wird von einem Epic beherrscht, der Steelheart heißt. Und Steelheart hat einen Fehler gemacht. Und zwar hat er Davids Vater auf dem Gewissen. Und ja, David macht sich jetzt auf, um Rache an Steelheart zu nehmen. Und ja, wie man schon merkt, Epics Superkräfte, das ist, glaube ich, nicht so leicht für David. Und ich bin ziemlich gespannt. Besonders cool finde ich an dem Buch, dass es auch wirklich ein Buch ist, was mal Jungs interessiert, weil es ist ja bei den meisten Büchern, die es momentan irgendwie auf dem Buchmarkt gibt, finde ich es jetzt eigentlich eher nicht so. Ich bin gespannt. So, kommen wir jetzt zu meinem letzten Buch. Paket. Ich habe mir die eben in so Stapeln irgendwie schon mal zurechtgelegt, damit ich nicht so viel wühlen muss. Genau, ich war bei Thalia und habe gesündigt. Ein englisches Buch habe ich mir gekauft. Das ist Slated von Terry Terry. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt es auf Deutsch, der erste Teil gelöscht, glaube ich. Von der Reihe hat man eigentlich nur Gutes gehört. Und ich bin wirklich immer drum rumgeschlichen und habe es mir nie gekauft. Und ich habe wirklich mir mal wieder vorgenommen, mir auch nochmal ein englisches Buch zu kaufen. Ich finde, von denen habe ich momentan zu wenige auf dem Sub. Ich lese ja gerne und viel Englisch. Und ja, die Reihe hat es mir eigentlich ziemlich angetan. Und ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Dann habe ich, oder auch ich, ein Buch gesponsert bei Mommy und Daddy, Teil 2 und 3 von Lying Game von Sarah Shepard gekauft. Sarah Shepard ist die Autorin der Pretty Little Liars Reihe. Sie gibt es ja auch schon als Fernsehserie. Ich glaube, die kennt ihr oder habt auf jeden Fall schon mal von gehört. Auf jeden Fall ist Lying Game die neue Reihe von ihr. Und darum geht es um Emma. Und Emma wächst bei Pflegefamilien auf, hat nicht so das schönste Leben. Sie tut mir echt auch ein bisschen leid, weil sie ja auch dann nicht so wirklich geliebt wird. Und Emma findet heraus oder er kriegt eine Nachricht, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, auf jeden Fall von Sutton. Und Sutton, es ist unfassbar, ist Emmas Zwillingsschwester. Und so wie es sich herausstellt, ist Sutton einfach in der perfekten Umgebung aufgewachsen. Reiche Familie, gutes Umfeld. Und Emma ist anfangs ein bisschen neidisch, aber dann lädt Sutton sie ein, sie zu besuchen und sie besser kennenzulernen. Und Emma ist total begeistert, weil sie stellt sich dann die ganze Zeit vor, dass die beiden zusammen leben können und einfach ein wundervolles, wundervolles neues Leben führen, was ja für Emma einfach eine wahnsinnige Verbesserung ist. Dooferweise kommt sie dann in die Gegend, wo Sutton lebt und sie findet heraus, dass Sutton verschwunden ist. Und kurz darauf, also sie nimmt einfach Suttons Rolle ein, weil sie ja gleich auch sehen und ihre Freunde sie irgendwie für die verschwundene Sutton halten. Also die ist zu dem Zeitpunkt auch noch nicht lange verschwunden. Und später bekommt aber Emma Nachrichten von einem Unbekannten, dass Sutton tot ist und sie ihren Platz einnehmen soll und niemandem was sagen soll. Ja, Emma weiß nicht so wirklich, was sie davon halten soll. Sie findet es irgendwie ganz schlimm und möchte herausfinden, wer der Mörder ist. Auf der anderen Seite macht sie es aber auch super gerne, weil sie endlich das Leben hat, was sie will. Und auf der Suche nach Suttons Mörder stellt sie fest, dass Sutton nicht so das liebe Mädchen war. Sie ist halt eben das typische reiche Mädchen, das gerne mal über andere herzieht und ja, so ein bisschen Lügen und Intrigen austüftelt.
Und ja, der erste Teil war schon super spannend, wie man es von Sarah Shepard kennt. Es ist auch so, dass man irgendwie mehrere Bände darauf wartet, dass man einfach mal die Lösung bekommt. Und ich schätze mal, in Teil 2 und 3 wird sich Emma weiterhin auf die Suche machen nach Suttons Mörder. Und ich bin schon gespannt. So, dann habe ich mir noch zwei Bücher gebraucht gekauft. Das eine ist Blind Walk von Patricia Schröder. Darin geht es um sieben Jugendliche, die ausgesetzt werden, darunter auch Lida und ihr Freund Jasper. Und es ist wohl so eine Art Serienformat, Überlebenscamp, whatever. Auf jeden Fall denkt sich Lida dabei nichts. Und dann ist es aber so, dass es zu einem lebensgefährlichen Abenteuer wird, weil sie gejagt werden von einem Fremden. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es ein ganz reiner Krimi-Thriller ist und dass da nicht irgendwas Fantastisches reinspielt, weil ich erwarte das jetzt einfach mal von dem Buch. Ich hoffe, dass es mich nicht enttäuschen wird. Und dann habe ich mir gekauft, auch gebraucht, den ersten Teil von dieser neuen Trilogie, Auge um Auge. Darin geht es auch wieder um, ja, Girls, Lügen, Intrigen. Es sind drei Freundinnen, die Rache nehmen wollen an den Leuten, die ihnen das Leben schwer machen. Und ja, ich bin mal gespannt. Mehr weiß ich darüber auch nichts und der Klappentext verrät nicht mehr. Aber es ist ja auch ein Buch, was man momentan ziemlich oft auf Blogs findet, auf Instagram. Und ich freue mich aufs Lesen. Ja, das war es endlich mit meinen ganzen Neuzugängen. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich werde alle Neuzugänge auch nochmal unten auflisten mit Preis und Co. Und ich würde mich super über Rückmeldungen freuen über das Video. Ich hoffe, die Qualität war nicht ganz so schlimm und ich war nicht ganz so ätzend. Und ja, sagt mir einfach, was ihr davon gehalten habt. Hat euch das Video gefallen? Hättet ihr gerne mehr Videos? Und ganz wichtig, sagt was zu den Büchern. Bis dann. Tschüss.